Welle. Dieser Moment, wo er denkt, oh Gott. Ganz am Anfang weiß ich noch, wo ich Formel 1 geguckt habe, im Westfernsehen, und dann das erste Mal Modern Talking gesehen habe, auch den Typen mit den langen Haaren und der Nora-Kette und so, da habe ich so ein bisschen erst gedacht, ach Mensch, ey, den finden bestimmt alle Frauen toll. Wahrscheinlich muss ich auch mal so aussehen. Ich werde nie diese grausliche Kette mit Nora vergessen. Gruselig. Da ranken sich ja so Gerüchte drum, dass der die Kette tragen musste. Aber das hat sie ihm befohlen. Gesagt, du trägst die Kette, damit jeder sieht, dass wir ein Paar sind. Hast du mich verstanden? Ich glaube, so ungefähr war das. Das Tag Frauen können krass sein, ne? You're my heart. You're my soul. I keep it shining everywhere I go. You're my heart. You're my soul. I'll be holding you forever. Stay with you together. You're my heart. You're my soul. Als ich beispielsweise die Musiksendung Formel 1 moderierte, da hatten wir in einem Jahr 14 Nummer 1 Hits in den deutschen Charts. Und 3 waren von Modern Talking. 6 Wochen You're My Heart, You're My Soul. 1 barmherzige Woche You Can Win If You Want. Und nochmal 4 grausame Wochen Sherry, Sherry Lady. Das waren im Grunde 11 Wochen, in denen ich der Nation erklären musste, dass sie keine Ahnung von guter Musik hat. Unser Ziel ist es ja auch als Modern Talking, so die Leute einfach super zu unterhalten. Wir wollen jetzt nicht irgendwie so eine tolle Message oder so darüber kriegen, sondern uns geht es wirklich darum, so absolutes Entertainment und einfach schöne Musik, so mit viel Gefühl. Große Klappe hat er schon immer gehabt. Er ist durch seine große Klappe, ist ja auch so weit gekommen. Der hat keinen in Ruhe gelassen. Der ist ja natürlich genauso wie andere Musiker auch, ist der vorher erstmal überall abgeschmettert worden. Aber der war einfach, der hat sich durchgebissen wie so ein Jack Russell, wie so ein Terrier. Die Hartnäckigkeit hat sich ausgezahlt. Im ehemaligen Ostblock sind sie noch heute Superstars. Und ein Platz 16 unter den tollsten Musikstars der 80er Jahre ist ja auch nicht zu verachten. In der nächsten Sendung geht es um die Plätze 15 bis 1. Freuen Sie sich auf ein Wiedersehen mit Herbert Grönemeyer, Nena, Falco, Ideal, Silly oder Udo Lindenberg.